Einen wunderschönen guten Tag an der Stelle. Ein kurzes Video hier an der Stelle. Ich möchte dir nämlich eine Möglichkeit for free an die Hand geben. Und nein, ich bin kein bezahlter YouTuber oder Influencer. Und das, was ich hier mache, das hat Hand und Fuß. Von was spreche ich? Ich zeige das Ganze dir hier gerade auf dem Bildschirm. Und zwar ist es von uns ein Coin Report gewesen. Ist ein Multicycle-Projekt, wie du hier sehen kannst, da wir schon ein bisschen länger mit dabei sind. Und wir haben das Ganze damals rausgegeben im März 23. Und zwar waren wir da gewesen bei zwischen 7,90 $ und 9 $. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, sehen wir zwar jetzt 21,52. Das ist teurer als die Zahl von damals. Die Leute, die damals aber mit dabei waren, konnten hier zum Beispiel schon wieder Teilgewinn realisieren. Und da waren wir bei 47, $48 in dem Dreh. Was sehe ich hier? Ich sehe hier eine ähnliche Struktur wie im Jahr 2021. Das heißt, wir hatten jetzt hier oder sind noch in einer Korrektur mit drinnen. Die kannst du hier rechts erkennen. Und dann vom Aufbau wird ähnlich, meine Einschätzung, wie gesagt, parabolische Phase Ende September, Anfang Oktober. Dann impulsiv das Ganze hochgehen, wird die erste Schulter bilden und dann nochmal aufbauen. Das heißt, was ich hier sehe, weil die linke Schulter vor der Korrektur, hier sitzt sie niedriger, hier höher ist. Wie gesagt, fundamental und alles will ich euch jetzt nicht hier ewig lange aufhalten. Ist vorstellbar, dass wir in Richtung vom alten Allzeithoch und wahrscheinlich drüber gehen. Das heißt, vom Preisziel her ist es wieder was anderes. Ich will dir nämlich jetzt noch einen Hintergrund zeigen. Und zwar gehen wir mal hier auf die Marktkapitalisierung mit ein, beziehungsweise auf die FTV. Die ist fast gleich. Und das habe ich euch ja letztens erklärt. Das ist ein sehr gutes Anzeichen vom Projekt her, wie die Token ausgeschüttet werden, weil Marktkapitalisierung ist die eine Sache. Ich gehe aber nach der FDV. Was ist jetzt der Hintergrund und wo soll die Reise hingehen? Meine Einschätzung, bei Arweave haben wir eine FDV von anderthalb ungefähr Milliarden, also 1,4 Apps. Und ich sehe anlaufen Richtung 30 Milliarden im Full Bull. Das wären jetzt eine Verzwanzigfachung. Es ist sogar noch vorstellbar, wenn die Menschen technisch das verstehen. Wenn die Leute absolut ausgelassen dann sagen, jawohl, Euphorie, wir sind im Bullrun. Dann ist sogar vorstellbar, dass wir in Richtung von 100 Milliarden Market Cap laufen. Ich gehe aber jetzt, wie gesagt, von der Verzwanzigfachung aus. Warum? Es geht ums Thema KI. Sogenannte Distributed Compute wird in dem Coin Report alles erklärt. Und mir geht es auch darum, dass du das halt eben im Detail an die Hand bekommst. Das heißt nicht einfach was vor die Füße gekotzt, wie es die anderen da machen, die Mitbewerber, wo du gar nicht weißt, um was es geht, welches Problem gelöst wird, wer da mit drin sitzt, wie groß die Marktkapitalisierung ist, wo du es bekommst, etc. Und da wir jetzt hier von der Verzwanzigfachung sprechen, wäre das vom Full Bull Portfolio, vom Risikomanagement her, ein Bestandteil, ein Puzzleteil für dein, ich nenne es jetzt mal Normalo-Portfolio, meine ich auch nicht böse, sondern das wäre die Range, wo Menschen aufbauen, ein Portfolio mit einer 20-fachen, für 25-fachen, kein Risiko oder kein extrem hohes Risiko zu gehen. Wie sieht dein Portfolio dazu aus? Immer noch 15% in Fiat oder Stable, 20% in die großen, in die Mega-Caps, 25% in die Large-Caps, 25% in die Mid-Caps, 15% in die Small-Caps und 1% in die Micro-Caps. Nix in die Nano-Caps bitte mit rein. Es geht darum, dass du eben in diesem Zeitrahmen, wir sprechen jetzt mal bis Ende Oktober 25, also etwas mehr als ein Jahr, wo du jetzt noch Zeit hast, um das Ganze aufzubauen. Und für Menschen mit diesem Profil möchte ich, dass sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was ich dir hier an die Hand geben kann, ist eben, unten in der Videobeschreibung kriegst du alle Details, wie wir zusammentreffen können. Gerne kannst du dir mal ein Bild verschaffen. Ich kann viel erzählen, deswegen zeige ich es den Leuten auch nachweislich, damit du halt eben langfristig gesicherten Wohlstand aufbaust und nicht mit irgendwelchen komischen Shitcoins von irgendwelchen bezahlten Influencern die Kohle verbrennst. Wie kann man das Ganze machen? Zum Beispiel die Indikatoren von der Wirtschaft besser lesen. Dadurch erhöhe ich meine Profite, senke meine Verluste. Was kann man da drin noch machen? Man kann sich im Trading kann man sich stärker machen. Man kann dann eben sehen, wie laufen die Zyklen. Man kann eben dann auch schauen wieder gemeinsam, wie stellen wir das Portfolio auf. Du kannst Coin Reports, Coin Tipps, zusätzliche, ich sag mal, Rohdiamanten an die Hand bekommen.
aber auch im Hintergrund die ganzen Werkzeuge, die die anderen nicht haben. Mitbewerber verscherbeln hier etwas, ein Tool, was auf zwei Blockchains läuft, was angeblich schnell und geil ist, wo du in einem Abo-Modell bezahlst. Die Tools, die ich dir an die Hand gebe, laufen auf allen Blockchains, sind schneller und performen besser. Das alles nachweislich. Wenn du dazu Fragen hast, hau mich gerne an, quatschen wir mal. Du siehst das Ganze eben auch bei mir auf meiner Homepage, Proven Expert, die Nachweise. Auf Instagram siehst du auf einer regelmäßigen Basis die Beweise, die in den Highlights angeheftet sind, die in den Beiträgen mit drin stehen. Auf TikTok siehst du den ganzen Spaß auch. Manchmal waren die Leute so gelangweilt, weil gar nichts passiert ist, dass sie schon wieder rausgegangen sind aus dem Projekt, das ich empfohlen habe. Und auf einmal geht das Ding durch die Decke. Das heißt, hier ist es wichtig, ich bin lieber zu früh anstatt zu spät und laufe eben nicht dem Zug hinterher, sondern ich kenne mich aus und weiß, ah, da kommt gleich der nächste Bump. Das können die meisten Leute aber nicht. Und deswegen ist hier so eine giftige Stimmung gegen sogenannte Networker oder irgendwelche Kryptotypen. Und deswegen ist die einzigste Wahl Go Pro, Go Home. Das war es auch schon hier mit dem Video. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, hau raus. Dann bis zum nächsten Mal und Bussi Bussi, alles Gute dir.